Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von vom Farming Simulator 2017 auf der Vasel-Map. Und wir haben hier schon ein bisschen Equipment hergebracht, weil jetzt muss es schnell gehen. Erntestufe, keine Ahnung. Auf jeden Fall bereit zum Ernten. Ich glaube, wir sind sogar Erntestufe 3 schon. Deshalb müssen wir uns beeilen. Sonst haut es am Ende nicht hin. Es verdorrt uns dieses Feld und eventuell auch Feld Nummer 6. Deshalb muss ich jetzt Gas geben. Und ja. Drescher fahren wir hier den Case. 7130 mit dem Standard-Mähwerk. Und wir nehmen natürlich das Stroh auch mit. Weil das bringt uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld. Aber ich hoffe auf jeden Fall mal, dass wir hier genug Zeit haben, um das Feld abzuernten. Ansonsten wäre es ein bisschen doof. Ich gebe auf jeden Fall Vollgas. Ein Wendekreis von einem Panzer her. Aber das haben sie ja alle, die Drescher. Deshalb sind wir auch schon relativ früh dran. Wir haben noch nicht mal 5 Uhr und sind schon aktiv. So muss es sein auf dem richtigen Landwirtschaftshof. Ich weiß auch nicht, wie viel bei den Feldern hier dabei rumkommt. Aber wir haben jetzt so 2 Bahnen, 3 Bahnen und 50% der vom Ding ist schon voll. Das ist eigentlich recht gut. Aber ich denke, wir schaffen das hier. Durch das Umstellen auf langsam und so. Und die Nacht bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Es ging alles relativ flott, dass das hier fertig geworden ist. Also kriegen wir auch mal einen Sonnenaufgang mit. So, irgendwo da hinten. Im Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Naja, denkt dran. So. Wenn man das Mähwerk ausmacht, dann geht es natürlich auch schneller. Dann fährt er schneller, ja. Nicht falsch verstehen. Ernten kann man damit natürlich nicht. Kommt aber ganz schön was bei rum. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es nochmal reicht. Ich denke, wir fahren einfach nochmal. Natürlich ziehe ich hier jetzt hässliche Bahnen mit dem Stroh. Aber was soll man machen? Muss ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
viel geht denn hier rein? 10.500? Neuer Drescher, neues Glück. Ich habe keine Ahnung. Ja, 10.5 geht rein. Ja, sogar ein bisschen mehr. Hä? Ah, der hat gar nicht gepiept. Oh, und jetzt habe ich die Ernte zerstört. So eine Schande aber auch. Na, dann holen wir mal kurz unseren Masai. Ne, es ist auch ein Case. Unser anderes Equipment steht immer noch beim Händler, das müssen wir später auch noch abholen. Weil da steht unter anderem ja der... Wie heißt er denn? Der Ladewagen dort. Und ja, Ladewagen brauchen wir ja später, um hier das Stroh abzuholen. Gut, weiter geht's. Ich bin froh, dass ich doch noch geschafft habe, hier die Ernte rechtzeitig abzuernten. So haben wir zumindest keinen Verlust erlitten. Und wir sind jetzt auch wieder auf der richtigen Zeiteinstellung. 5 vor... kleine Stückchen hier noch. Und dann hätten wir das erste Feld auf Wasel erledigt. Komplett. Vom Pflügen bis zur Ernte. So, den machen wir hier gleich wieder leer. Das Mehrwerk müssen wir wieder auf den Anhänger tun. Und das Schlechte daran ist, der Mähdrescher hier hat keine Anhängerkupplung. Oh oh. Nein. Der ist doch oben. Kriegt das nicht da drüber? Ja, jetzt. So, ich hoffe mal, dass das so hebt. Wenn nicht, wäre doof. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den wieder hier hinten dranhängen, das Mehrwerk. Dann können wir nämlich alles zusammen zu Feld Nummer 6 fahren.
Nee, so wird es nichts. Das ist immer eine interessante Art, weil mit einem Zweiachser zu fahren ist ja jetzt nicht so das Problem. Aber mit Zweien, das ist schon eine Herausforderung. Da müssen wir dann ein bisschen tricksen. Dass wir das da so hinkriegen, wie wir das wollen. So, müsste das dann funktionieren. Nein, jetzt nicht wieder den Anhänger verschieben. Wenn wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Symbol angeht, wir haben es geschafft. So. Sonne ist da, dann kann der Tag ja gut weitergehen. Feld Nummer 6 wird ein deutlich größerer Aufwand, ist ja auch deutlich größer. Aber gucken wir mal. Ein langer Zug haben wir hier. Das kriegen wir alles hin. Wir wollen es ja hinkriegen. Das ist das Entscheidende. Wenn man will, schafft man. Wenn man nicht will, schafft man nicht. Hä? Wo denn ist der jetzt hängen geblieben? Gut, dann brauchen wir noch den Drescher. Der fährt leider nicht sonderlich schnell. Aber auch langsam kommen wir ans Ziel. km/h. Also ich werde mir auf jeden Fall einen größeren Drescher holen. Schon allein, weil der große Drescher von Case zum Beispiel einen Anhänger hinten dran packen kann. Ja, das ist ungemein nützlich. Kann er nämlich sein Mähwerk immer selber mitnehmen. Und ich muss nicht irgendwie einen Traktor hinten dran hängen. Oder vorne dran hängen ans Mähwerk. Um das transportieren zu können. Deshalb, also auf jeden Fall kommt ein größerer Drescher ins Haus. Und zwar denke ich schon als nächstes. Das nächste, was wir tun werden, ist einen größeren Drescher anschaffen. Jetzt schauen wir gleich mal, wie weit das Feld hier ist.
Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann holen wir mal das ganze Equipment vom Shop ab, sonst verpassen wir das nämlich heute wieder. Und das wäre nicht so toll. Aber jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht wie vorhin auch. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich ja... Dass ich ja... das auf einem Anhänger habe. Ich bin den großen Case gewohnt. An unserem Gewicht sind wir vorhin hängen geblieben. Ich bin den großen Case gewohnt, Mähdrescher. Der kann nämlich seinen Anhänger und sein Mähwerk selber mitschleppen. Und dann müssen wir einfach nur das Mähwerk zusammenklappen. Das Mähwerk zusammenklappen. Und dann war's das. So, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Und dann schauen wir doch mal. Beim Shop vorbei gleich. Erst sollten wir gucken, wie weit das Feld ist. Das hat noch eine Erntereife. Das hier ist die dritte. Und das ist erst bei der zweiten. Also alles im grünen Bereich. Der Shop hat noch nicht offen. Wann macht denn der auf? Ah, hey! Arsch! Stehen keine Öffnungszeiten. Hallo? Warum hat er eigentlich keine Öffnungszeiten hier? Muss ich hier jetzt warten, bis der aufmacht? Ey, das ist doch... Was ist denn das für ein Service? Schlechter Service, auf jeden Fall. Das gibt Abzüge. Hier stehen keine Öffnungszeiten. Ich dachte, ich hätte mal welche gesehen, aber habe ich nicht. Nein, hier steht nichts. Ah. Mensch, das können wir doch nicht machen. Jetzt bin ich... Ums komplette Haus rum, da ist nichts. Naja. Werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liken, Abo oder Kommentar nicht vergessen. Und bis dahin. Ciao.